Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge haben wir hier die Leute in einem Haus kaputt gemacht, außenrum ein paar Leute kaputt gemacht und ein bisschen Schrott gesammelt. Zudem haben wir ein paar richtig geile Sachen gefunden. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist, gehen wir nochmal zurück, bevor wir uns mit den mehreren Leuten hier, okay, das, was rede ich da, mit diesen Leuten hier anlegen. Sind ja schon ein paar mehr, ne? Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Einfach mal versuchen. Einen Insektenschläger könnten wir ausschalten. Stimmt, das wollten wir erstmal probieren. Die sind hier, glaube ich, zu viert, ne? Frage ist, können wir den rechts ausschalten, ohne dass die anderen was mitbekommen? Ich bezweifle es einfach mal stark, aber... Wir probieren es einfach mal. Mehr schief gehen kann es ja nicht. Oh, da liegt was. Ich kann es aber nicht aufheben. Ne? EMP-Granate für den Roboter. Gut, der ist ja weg. Okay. Wir pflanzen uns hier mal hin. Speicher ab als Test. Man weiß ja nie. Vielleicht funktioniert es. Vielleicht auch nicht. Ich tippe. Hä? Achso, das ist doch kein Versteck. Wir versuchen es einfach mal. Vielleicht merken das die anderen nicht. Das wäre so ideal. Gut, neben ihnen brennt ein Typ. Das müssen die ja nicht wissen. Es hat funktioniert? Wie konnte das denn funktionieren? Ja, wenn das funktioniert, dann können wir den Einzelnen da hinten auch noch ausschalten, ne? Bruder Skok werden wir dann einfach umhauen. Oder freuen wir uns einen Keks? Dann liegt er da am Boden und keiner kann was machen. Ja, nice. Geile Sache. Ich überlege, ob wir halt unseren Kumpel hier oben hin tun. Ob er von da aus schon den Sektenjäger treffen könnte. So, wenn wir jetzt noch den Pyro ausschalten könnten... Oh, Junge, Junge, Junge. Ich wäre ein glückliches Zero. Kann ich mich hier hinterm Stein verstecken? Ja, nice. Okay. Du kannst dich hier... Okay, nice. Dann versteck du dich mal. Hier. Achso, er versteckt sich an der Wand. Ja gut. Besser als gar nicht. Ja, das geht auch. Okay, jetzt muss dieser Bruder Skok nur auf die andere Seite. Es sei denn, wir können... Also rein theoretisch könnten wir den Sektenjäger hier auch ausschalten. Aber wir wollen den Pyro haben. Der ist wichtiger. So, das wird doch im Leben nicht funktionieren. Wem erzählst du denn das, ey? Ah. Oh, der hat viel Leben. Oh, das war ein schöner kritischer. Noch ein kritischer! Oh mein Gott, wie viel Glück kann ein einziger Mensch haben? Es hat einfach funktioniert. Ich fass das nicht. Wie ist das denn möglich? Oh, ist das geil, ey. Oh, ich bin so happy. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay. Wir müssen uns jetzt um die kümmern. Das heißt, du bist unsere eiserne Reserve, wenn Mr. Möchte gern irgendwas mitbekommt. Du versteckst dich mal hier. Ich weiß nicht, ob das zu weit weg ist, aber ich probiere es einfach mal. Können ja speichern. Das ist das Coole an diesem Spiel. Man kann immer speichern, wenn man will. Okay. Wenn wir den jetzt ausschalten können, ohne dass hier Mr. Hans-Dieter was mitbekommt. Oh, Junge, bin ich glücklich. Oh, ich kann keinen Hinterhalt starten. Ich habe ja gespeichert, ne? Gucken wir mal. Es geht. Trefferchance haben wir insgesamt 50%. Na gut. Mit einem kritischen. Ich drehe durch.
Noch ein kritischer. Was ist denn hier los? Ist heute der Crit Day oder was? Oh, jetzt bemerkt. Egal. Er ist alleine. Den boxen wir um. So. Du willst also umgeboxt werden, habe ich gehört. Ich komme aber nicht bis da hinten hin. Okay, laufen wir erstmal. Bis hierhin. Dann boxen wir den Kollegen um. Ich würde gerne in die andere Richtung boxen. Aber gut. Oh, ich hab die Wand komplett zerstört. Okay, wechseln wir mal die Waffe. So, Kollege. Oh, does that hurt? Ja, beweg dich mal. Wir haben ja Zeit, ne? Versammelt euch! Mobbingkreis! Sehr schön. Wechsel natürlich. Achso, Selma ist wieder dran. Ja gut, dann. Nachladen. Und schießen. Ja, dann hol mal du deine Bombe raus und dann... Boom! Einmal in die Nüsse, bitte. Hey, follow me. Yeah, we won! Now that guy hanging there isn't him. But let's help him down. See what it can tell us about him. 30%ige Waffenreichweite, grüne Auge. Kennen wir, glaube ich, schon, ne? Aber cool. Cool, cool, cool. Wir speichern mal kurz ab. Wer weiß, ob wir gleich irgendwie in einen Hinterhalt geraten oder so. Dann müssen wir uns natürlich ein bisschen, ne, auftanken, dass wir wieder heil sind. Ja, jetzt weiß ich noch nicht, ob hier irgendwo irgendwann mal jemand kommt und dann sich denkt, ja, guck mal, die Jungs, die machen wir da jetzt platt. Und dann haben alle nur irgendwie die Hälfte des Lebens. Ist uncool. So. Ein bisschen Beinübung. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich hab die... Ah, okay. So. Du, meine Liebe. Schwache Deckung gilt als perfekte Deckung. Oh. Das kostet auch nur einen Punkt, ne? Das ist die Kombination mit dem hier. Ist das ganz gut. Aber ich würde das gerne zuerst nehmen. Das heißt, wir warten erstmal. So, Magnus befreien. The smell of gunpowder fades. We're safe for now. We free the prisoner. He's a stalker named Magnus, part of Hammond's team. Selma's partner. Magnus is a mutant too. Not on the outside, but on the inside. He's got powers, mind powers. But he's not insane like the Nova sect. He's calm, real calm, tuned into some frequency only he can hear. Magnus tells his tale. Him and Hammond were ambushed by the Nova sect. Nova sect heard about Hammond. Heard he could talk to machines. Get machines going. So they left Magnus here to die. And took Hammond south to their hangout. They call it the Spear of Heaven. Nova sect would make Hammond interpret the gifts of the ancients and open the gates to Eden. Whatever that means. Magnus thinks they're gonna blow up the zone and take the Ark with them. I suggest we rescue Hammond before something goes boom. Selma and Magnus agree. Even ducks. Oh, sind wir jetzt zu viert oder gibt's nur Dreierteams? Magnus kann jetzt ausgewählt werden. Ja, es gibt nur Dreierteams. Aber der hat wahrscheinlich volles Leben. Spannend. So, wo ist Magnus' Team?
Tatsächlich. Was kannst du denn so Schönes? Rambino. Schaden 7. Kann ich deine Waffe nehmen? Ich würde ja gerne wissen, was der so kann. Bewegung, Werfen, Gesundheit 6. Na gut. Ey, ich brauche die Sniper. Ich glaube, das ist mir so der Brutalo-Typ, ne? Ja, so eine Kalaschnikow Rambino. Ah. Ja, komm, ich habe noch eine Rüstung übrig für dich. Und einen Helm, bitteschön. Kann sie gerne von uns tragen. Granaten brauchst du jetzt nicht unbedingt. Der Bummstock? Ah, stimmt, die haben wir bekommen. Die wollten wir ihm geben. Aber er hat die Dönerbüchse. Wirft Gegner zurück. Schwer zu sagen. Was hast du für Fähigkeiten? Also, du kannst mit blitzschnellen Sprints an Gegnern vorbeistürmen und hast dabei eine hundertprozentige Chance, Überwachungsschüssen auszuweichen. Ah, okay. Deine enorme übersinnliche Fähigkeit erzeugt einen Schild, der Kugeln mit einer Chance von 35% aus der Luft pflückt und unschädlich macht. Schleiche von Deckung zu Deckung. Endlich zahlt es sich aus, dass du jahrelang durch die Zone geschlichen bist. Dank deiner katzenhaften Sinne hast du ein überragendes Gespür für deine Umgebung und kannst Gegner meistens unbemerkt umgehen. Ja, der klingt jetzt nicht so krass. Ich meine, sein Rambino würde ich gerne nehmen. Wir nehmen erstmal sein Rambino weg. Entfernen so. Weißt du, brauchst auch gar nichts anderes. Hier, komm. Rucksack gehört auch mir. Achso, da kann ich nur reingucken. Und ich nehme ihn alles weg. Gib mir deine Granate. Das ist jetzt meine. Ja, gut, komm. Ich finde die halt besser. Zwar würde das mit dem Schleichen ganz gut passen, ja. Aber im Endeffekt. Gut, wir können ja die Waffen immer noch wechseln. Weil wir haben ja hier den Feldwechsler. Nee! Den Feldwechsler brauchen wir gar nicht. Reichweite ist 8, 14, 20. Nehmen wir hier mal den. Ich denke, damit kommen wir klar. So. Und du? Bauen wir ab, oder was? Ja, die haben wir ganz schön nackig gemacht hier in der Zone, wa? Ha! Richtig aufs Maul bekommen haben der. Und hier ist irgendwo der Ausgang, da. Gibt's hier noch irgendwas an der Seite hier? Ah, ein Wachposten, wo wir hätten hochklettern können. Ja, mal gucken, wie gut das Ganze hier noch ausgeht. Bisher läuft ja alles ganz gut. Wir haben eine Menge Glück. Konnten die meisten Gegner einfach so ausschalten. Was ganz geil ist. Ich glaube, hier sind wir noch nicht hochgegangen, ne? Ja gut, hier wird es wahrscheinlich auch nicht viel geben. Ist das der Rückweg? Das kommt mir so überhaupt gar nicht bekannt vor. Oder sind wir hier das erste Mal durchgegangen? Ich glaube, hier sind wir das erste Mal durchgegangen. Ja, es kommt mir so stark bekannt vor. Ja gut, gehen wir Richtung Ziel. Ich denke, wir haben hier das meiste eingesammelt, das Wichtigste vor allem. Wo bin ich? Ausgang? Ah, ich bin auf der falschen Seite. Ah. Alle claro. Jetzt verstehe ich's. Ne, wir haben auf jeden Fall noch ein Artefakt, das könnten wir eigentlich. Ich meine, jetzt sind wir ja eh unterwegs in die nächste Ebene. Da können wir auch einmal ganz kurz das Artefakt abgeben und gucken, was wir uns dafür holen. Kann ja alles hilfreich sein. Wir spielen hier immerhin nicht auf ganz easy, ja?
Sowas kommt mir gar nicht ins Haus, ganz easy. Nee, nee. So, was haben wir denn hier? Hammond befreien. Also jetzt kommen wir direkt zu Hammond, ja? Okay, aber wir werden jetzt einmal ganz kurz zur Eiche zurückkehren und unseren Loot abgeben und gucken, was so schönes Neues gibt. Hier, Hans-Dieter hat ja neues Zeug auf dem Lager, ne? Recent exploits, and how your search for Hammond now leads to the Nova Sect's base in the south. They call it the Cathedral, but it is anything but. My brave stalkers, I pray you find Hammond in good health and return him here safely. If the Nova Sect probe Hammond's mind, the Nova Sect's leader, Plutonia, is obsessed with some prophesized doomsday that never comes. The end of the world isn't coming fast enough, so Plutonia wants to jumpstart Armageddon with weapons left here by the ancients. Weapons that tore this place apart. Weapons Hammond could be forced to restart. To worship the ancients is to worship death. We are the lights that never go out. We are the Ark. And you will save us all. May your search for Hammond continue in complete safety. Keine Sorge, also ich schleich mich da durch, Alter. Da kommt keiner mit. Farewell. Ja, ja, hau rein. Keine Ahnung, was du schon wieder mit mir gequatschen wolltest hier. Ey, ich wollte hier in Pips Bar. Have a seat. Mutants oh. Get a discount. Ich hab nur einen. Ich brauche aber jetzt zwei. Kritische Trefferchance gegen mechanische Gegner ist geil. Erhöht den Granatenschaden um 4. Verbessert Medikit um 3. Verlängert Effekt der MP-Granate. Kritische Chance gegen Lebendige. Oh, das ist cool. Und erhöht den Waffenschaden um 1. Das ist auch cool. Ja, dafür müssen wir erstmal durch diesen Crap hier durch. Till next time. Till next time. Ja, ja. So, Deltas Bastelstube. Hear those zone dogs are getting big. I mean, ja, komm. Ich bin auch big. Okay, wo ist denn unser hier Rambino da? Rambino, was hast du denn hier? Kritische Trefferchance, das ist nicht schlecht. Aber das Rotauge können wir woanders einbauen, ne? Die kritische Trefferchance können wir woanders gut gebrauchen. Was bist du? Größere Waffenreichweite. Nehmen das mal weg. So, Selma, wie sieht's mit deiner Pistole aus? Was hast du hier so Schönes? 10. Na gut. Oh, das so. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall besser. Robotische Gegner zu deaktivieren, ist glaube ich am besten. So, was haben wir hier bei der Lautlosen? Ah, gut, dasselbe. Scheiße, Waffenreichweite. Kritische Trefferchance ist besser. So, was fehlt dir hier? Was hast du hier so Schönes? Okay, ich sehe schon. Und dann kannst du noch ein bisschen Brandschaden machen. Sehr schön. Ja, haben wir alles. Dann nochmal in den Laden reingehen, gucken, was wir da so Schönes kaufen können. Those Nova Sect morons have no direct line to the ancients. That's a load of rot. What they do have is a steady supply of mushrooms. And I don't mean the mushrooms growing in your toilet. I mean magic mushrooms. Oh. Well,
not magic, but they do make you feel like you're someplace else. Talking to a unicorn, playing a ukulele or something. Never tried eating them, but they sound like fun. Ja, definitiv. So, das ist neu, ja. Rauchgranate, Medikit, Molotov, Handgranate, EMP-Granate. Ja, das habe ich alles ja am Start. Waffenreichweite. Ich kann mir eine Armbrust kaufen. Ich meine, ich habe eine. Ja, gut. Oh, 25% zielen. Bonus gegen markierte Gegner. Also was habe ich auch in meiner Tasche. Also soweit ich das noch nicht gebrauche, werde ich es auch nicht kaufen. Absorbiert Feuerschaden. Das holen wir uns einmal. Bye now. Bis dann. Ja, geil. So, was hast du für eine Rüstung? Ganz normale. Ich weiß nicht, ob du überhaupt Feuer abbekommst. Immun gegen kritische Treffer. Ja gut, dann... Bitteschön. Sehr schön. Jetzt habe ich noch einfache. Weiß nicht, ob man das verkaufen kann. Moment, das habe ich gesehen. Du hast ja die EMP-Granate. Rauchgranate, Molotow. So. Du bekommst... Nee, du bekommst kein Markieren. Du bekommst eine Rauchgranate. Und eine MP-Granate. Nein. Shit. Du markierst die Gegner. Sehr schön. Okay, auf in die Zone, Leute. Isa und Falla. Ja, dann fallern wir da jetzt mal ein. Und isern sie weg. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ne? Kundschaften die Lager aus und mit ein bisschen Glück können wir schon ein oder zwei ausschalten, bevor irgendjemand was mitbekommt. So, erstmal umsehen, da geht's ja eh zurück. Isa und Falla. Have you heard that old legend? The two star-crossed lovers, Isar and Falla, ran away to a lost palace somewhere in this area? This might sound crazy, but could this be the palace? Was that the legend about Isar and Falla and all the loot they were hiding away in the lost palace? Because that's the story I'm interested in. These star-crossed lovers better have some supplies. We need them. Ich höre da hinten irgendwie Schritte. Was ist hier mit dem? Look at those wounds. It's like this ghoul got burned to a crisp. Bet you around a prip's best that Metalman caused this. Oh, wertvoller Schrott. Okay, wir können hier aufs Dach gehen und haben eine erhöhte Reichweite. Ich sehe einen Roboter. Scheiße, das ist ein Roboter. Gut, den müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch ausschalten. Ein wichtiges Ziel, dieser Roboter. Wenn wir den haben, ist alles gut. Ich hasse, dass das die Typen wiederbeleben können. Gibt nichts Schlimmeres, als einen Gegner auszuschalten, der schon ausgeschaltet war. Ja gut, wir sind ja gut klargekommen, haben viel gelernt und da hinten ist epischer Loot. Panzerabsorption. Schamane. Na gut, den Schamanen können wir uns vorknöpfen. Ja, das gefällt mir nicht, dass der den Loot da vergewaltigt, wollte ich schon sagen, verwaltet. Ja, nö, dann werden wir uns hier im Zaun aufstellen. Dann speichere ich ab und in der nächsten Folge geht's dann ab. Dann fangen wir an, alle zu ermorden. Weil es das ist, was ich kann. Na gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hier dann abgeht. Haut rein. Ciao.